Leute, 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 endlich ist sie vorbei. Nee, das will ich gar nicht sagen, das ist ein Scheißstart, aber wir cutten hier nichts raus. Die Gruppe B ist vorbei, YPC Bang 2022, Folge Nummer 8 mit dem Titel Diese drei Angler kommen weiter. Falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt, geht bitte unten in die Infobox, zieht euch erstmal die Folge rein. Und da ich heute in so einem Zeitstress war, deswegen macht meine Kamera gerade auch heute auch wieder Faxen, sind wir heute bei Turkleton direkt live on stream und machen da die Reaction. Wird vielleicht immer mal wieder vorkommen, wer weiß, aber das war heute der Plan, weil sonst hätte ich es zeitlich nicht geschafft. Ich muss nämlich später direkt nach dem Talk auf meinen Twitch-Kanal wechseln und Leute erschießen. So ist das. Du lebst den Traum, Boy. Du lebst den Traum. Digga. Ah, sollen wir direkt mal sagen, wer weiter ist? Luis Mendes, Mendes. Luis Mendes. Mendes. So, jetzt haben wir auch schon mal alle abgeschaltet. Sehr gut, schlechteste Folge, weil wir so starten, aber wie geil war das denn noch in den letzten Minuten? Das war krass, oder? Einzige Fullcard und stark geangelt. Und wie man diesen mentalen Wandel von ganz am Anfang, der gebrochene Luis, bis zum Ende mitbekommen hat, Alter. Das ist Kafkas Die Fliege, Alter. Nee. Ist das von Kafka? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Das ist kein Bildungsstream. Aber ich sag bloß, ne, ein Rennpferd springt auch nur so hoch, wie es muss, ne? 46 Zentimeter statt 45 Zentimeter. So macht man das. Alter, das war wirklich krass. Also, Luis, super sympathisch, oder? Die letzten beiden Folgen, Junge, 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 hätte ich nicht gedacht. Und dann sein Plan Armageddon ging auf. So wird auch das YouTube-Video heißen. Armageddon. Wirklich, fand ich wirklich mega. Ich hab nur ein bisschen Angst gehabt, wo ich die ganzen Bulldosen gesehen habe, dass er einfach irgendwann einfach umkippt. Weißt du, dass der Körper einfach so aufgibt. Jeder, der schon mal viele Red Bull und ein LAN-Wochenende gemacht hat, weiß, dass Red Bull dich irgendwie zu einem Höhepunkt pusht, aber es dann auch dich ganz fies auf die Fresse legt. Also, dass du auch ganz schnell einfach auf die Tastatur. Ich bin natürlich nie auf der Tastatur eingeschlafen auf LAN-Partys. Das ist nie passiert, weil irgendwann das Koffein einfach mal hart ausgestiegen ist, ja? Es geht auf meine Arbeit, trinken die auch alle immer so 4 Red Bull pro Dienst, Alter. Das ist wild. Das ist wild, ey. Und jetzt, aber ey, wirklich, muss man, Alter, diese Fische, die er gefangen hat, den Spot. Hat mich echt gewundert, dass er den Spot nochmal gewechselt hat und nicht da auch versucht, auf Zander zu gehen, ne? Weil da war ja einer der Kommentare vom letzten Video war ja auch gesagt worden, in einem seiner Angelvideos hat er da schon mal geangelt und hat auch auf Zander geangelt. Also scheinbar kann der Spot beides geben, aber. Ja, der sah auch so aus, als würde er beides geben, weil da war ja Strömung drinne. In dem Spot, der war, da hat er Spundwand und Steinpackung gehabt. Also, da fand ich optimaler Spot eigentlich. Hat mich echt gewundert, dass er da echt gewechselt ist. Ja. Aber wie gesagt, der einzige mit Fullcard, ne? Also, ist wirklich wild, ne? Wie diese Fischtage, hey. Dass du weiterkommst ohne Fullcard. Mit 4 Fischen. Zwar guten. Mit 4 Fischen, imagine that, Alter. Ohne Topwater. Topwater ist da nicht mehr vorgekommen. Das war mehr so eine Retro-YPC gefühlt, ja? Retro-YPC-Gruppe. Ja, das war echt krass, Alter. Und das bei allen, ne? Also diese beiden Angeltage waren echt, echt hart, ey. Muss man wirklich sagen. Muss man wirklich sagen, ey. Aber Gratulation, Big L, gut gemacht, Plan ging auf. Armageddon, voll durchgestartet. Ja, gibt's noch irgendwas zu sagen zu Big L? Also ich weiß nicht, es war stark gemacht einfach. Cabanostra kaufen. Kauft euch Cabanostra, Big, Müssen wir leider noch warten, bis. Wenn die Fat Louis ist, Fat Louis in Cabanostra. Müssen wir leider noch warten, bis Big L in den Talk kommt. Aber wir könnten vielleicht Christopher in den Talk einladen, weil der hat ja in den Kommentaren letztes Mal schon geschrieben: Jungs, wir müssen uns unterhalten. Vielleicht will er uns ein paar Baitcast-Würfe zeigen, Alter. Ja, wie er das gemacht hat, das habe ich ihn so leicht ausgeschaut. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihr mich beim nächsten Talk mit neuen Ohrringen seht, weil ich mir aus Versehen einfach mal den Jackhaken ein schönes Ohr reingepflanzt habe, ja. Beim Zurückschwingen so, ich habe mir gesagt, oh, das ist gefährlich, entweder hängt er in deinem Finger oder in deinem Gesicht, ja. Ja, ich fand's cool, hat er zwar erklärt, aber dann am Ende hat man auch gewusst, warum er so viel erklärt hat. Ich meine, wenn er extra so Guidings anbietet, Baitcaster-Guidings und so, ist es auch der Erste, der mal Werbung gemacht hat für sich, glaube ich. Für sich selber, naja, ja, war gut. Fand ich geil, fand ich gut, kann man doch machen, dafür ist es doch da. Ja, genau, dafür ist da, auf jeden Fall. Und dann kam was für die Frauen. Der Zweitplatzierte war für die Frauen heute. Sami oder was? Ja. Wie er dann Unterhose unter der Brücke rumgekrochen ist. Oder? Ja. I can see everything. Oh, I see fucking nothing, Alter.
Das war so gut. Ja. Aber ey, der Zander, er telefoniert mit Enrico, erzählt ihm, wie schwierig es ist, dann holt er diesen 71er Zander raus. War das 71? Ich glaube 71, ne? Junge. 71, ja. Was ich nur so süß fand, wie er halt auch noch auflegt. Wie wäre Enrico scheißegal gewesen, sie haben das Handy liegen lassen, mir doch scheißegal. Ja. Soll er auflegen? Ist mir doch egal, ich habe einen Zander im Grill. Er legt erstmal auf, ja, Mann. Hast du voll süß so aufgelegt, so, wo ich mir so. Ich hätte den Körper auf mich schreien lassen. Hätte schon mal aufgelegt, wenn er keinen Bock mehr hat. Ja, aber da merkt man, dass alle. Der hat doch Respekt, der junge Mann, der hat doch Respekt. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber da merkt man auch trotzdem, ja, alle hatten Angst, dass sie nicht weiterkommen, ne? Alle hatten Angst. Ich bin berechtigterweise. Ja, ja. Mal ganz ehrlich, überleg dir, was die für Müll zusammengefangen haben zum Teil. Also musst du ja mal überlegen, in der normalen YPC Gruppe A, weiß ich nicht, der hat gefühlt der letzte Platz mehr gehabt als der Drittplatzierte. Ja. Das ist so krass. Ich habe gar nicht die Zahlen, vielleicht kann mein Chat die mal schnell raussuchen. Endergebnis Gruppe A, was hat der letzte für eine Punktzahl gehabt? Könnt ihr mal schnell machen, bitte. Das wär cool. Boah, das wäre. Imagine. Krass, Mann, ey. Das wäre. Weil ich glaube nämlich, dass 305 Punkte, ich glaube, der letzte in Gruppe A hat er mehr. Ja. Das war Zero Incoming, ja. Wahnsinn. Oh, scheiße, hey. Aber Sami hat mich sehr gefreut, weil der ist für mich der Patrick Marable 2022. Sami war echt gut, ja. Ja. Wirklich sympathisch. Mega gut gefischt, auf jeden Fall. War schön. Kann man nicht. Aber auch nicht viel sagen, viel hat er auch nicht. Ich glaube, nur den Zander diese Folge gefangen. Ich glaube, sonst hat er gar nichts gefangen. Ne? Ja, der hat dann gestruggelt mit Zander und Barsch, ne? Die ganze Zeit, ey. Die ganze Zeit, ne? Wie alle anderen auch gefühlt. Und dann haben wir jetzt eine neue Kategorie beim YPC, nämlich Fangen ohne Jig-Haken-Kontakt. Fangen ohne Jig-Haken-Kontakt? Ja, der 93er Hecht. Weil der am Stinger hing, oder was? Der hängt gar nicht mehr. Ja, aber der hing ja irgendwann mal. Irgendwann hing er mal, ja. Ja. Das heißt, nächste Mal springt Big L einfach den Meter Hecht hinterher. Mit wehenden Kescher oder was? Jetzt stell mal, frag dich mal, was schwieriger ist. Einen Fisch mit dem Kescher zu fangen oder mit der Angelrute? Weißt du, was einfacher wäre? Ja. Wenn man als gestandener Profi-Angler Ü50 in der Lage dazu wäre, seinen scheiß Kescher richtig aufzumachen. Und einen vorbereiteten Kescher zu haben, das wäre echt toll. Das wäre gut. Wer sagt das sogar noch im Video? Ja, ich habe den nicht richtig aufgemacht, da war das Ding verdreht, wo ich mir denke so, ey, spreche ich da mit jemandem, der gerade seinen Fischereischein gemacht hat? Spreche ich hier mit Mr. Turkleton, der keine Fische fängt, der sich bei jeder Sache anstellt wie der letzte Idiot, der seit 2 Jahren angelt? Oder spreche ich mit jemandem, der seit 50 Jahren angelt? Aber sprichst du also, da nicht 60% der YPC-Teilnehmer an? Naja, und dann den Hecht, obwohl er losgerissen hat, dann noch irgendwie mit Kescher zu fangen. Also, ich verstehe es. Wir haben viel im Chat gesprochen. Es gibt keine Regel dafür, aber ganz ehrlich, wir sollten die auch einfach mal anfangen, ordentlich mit ihren Zubehör umzugehen. Und vielleicht einfach diesen gottverfluchten Kescher einfach fertig geöffnet und irgendwie bei sich zu haben. Aber hat das nicht geschafft? Ich weiß nicht, was da ging doch nur der Fisch nicht richtig rein. Nein, er hat sogar im Video noch gesagt: Boah, ja, ich hab den nicht richtig aufgemacht. Deswegen ging das nicht. Deswegen hat sich das Netz verfangen. Nach der Aktion letzte Woche mit der Rute. Vielleicht sollte er einen Fischereischein in Deutschland machen. Du spielst noch auf die letzte Folge an. Nein, auf diese Folge. Wenn du nochmal die Szene guckst, da sagt er danach, hör, irgendwie ist der Kescher nicht richtig aufgegangen. Ernsthaft? Weil, ja. Als er den Fisch gekeschert hat, da hat man ja gesehen, dass er fast im Dreieck gefaltet war, dass er eigentlich gar nicht groß genug gewesen wäre eigentlich. Genau, weil er, glaube ich, nicht ganz auf war, weil er nicht ganz aufgeschoben war. Ah, okay, ich dachte, der wäre so klein gewesen. Ich dachte, nein, Frederik wollte einfach nicht. Also ich habe Augen aus dem Ding so verstanden heraus, auf dem Untertitel, wenn du den Kescher nicht richtig aufgekriegt hast. Weißt du, Kathi hat auch jedes Mal Probleme, diesen Zack-Kescher zu öffnen. Aber meine Frau war, keine Ahnung, 5-mal am See, aber der Mann ist halt jetzt nicht der Erfahrung. Also, wenn das Sami noch machen würde, würde ich sagen, ja, der Junge ist blutjung und keine Ahnung, wie lange der schon angelt. Aber Frederik Jolieu hat es eigentlich schon drauf. Und das ist dann. Ja, fand ich es nicht. Und vor allem der Fisch tat mir auch leid. Der hat ihn ja nicht reingekriegt, da ist er die ganze Zeit rumgesprungen wie verrückt. Und hat ihn halt noch gefangen. Regeltechnisch vollkommen okay. Wie gesagt, ich habe viel mit Chris diskutiert heute im Stream. Das ist schon wahr. Das passt schon. Es gibt keine Regel, die sagt, dass er am Haken hängen muss. Nur dann, ganz ehrlich, würde ich nächstes Mal empfehlen, wenn ich auf Sicht den Fisch fange. Bevor ich da irgendwie den Köder wechsle, nehme ich den Cash und Cash ihn halt einfach. Geht ja scheinbar. Aber probier's.
Probier's, Digga. Warum? Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Ja, den konntest du jetzt nur noch keschern, weil er vom Drill schon komplett fertig war und desorientiert hing da im Wasser. Wusste wahrscheinlich selbst nicht mehr, dass er abgeleint ist. Und dann konnte er gerade noch so runter keschern. Aber probier mal. Ja, gut, hast auch gut. Probier mal einen Fisch auf sich zu keschern, Alter. Der ist, du Junge, ja, der spielt die Spinde nicht, Alter. Ja, ja, also ich glaube, Creasy schreibt eine ganz gute Regel rein für nächstes Jahr. Kescher ist vor dem Auswerfen geöffnet und einsatzbereit in Griffweite zu halten. Oder einfach diesen gottverfluchten Partner, der da mitläuft, den einfach diesen scheiß Cash in die Hand zu drücken und sagen, kümmere dich um den Casher, Junge. Der Casher darf nicht, der darf nicht eingreifen. Er soll doch nur den Casher aufmachen. Nein, der darf nicht ins aktive Geschehen eingreifen. Ja, da müssen wir mal härtere Regeln machen. Da müssen wir mal aufhören. Ja? Weil das ist einfach alles nicht richtig und nicht geil. Wir machen jetzt wie viele Talks? Wie viel Talk ist das? Der 8. oder so. Ja. Jedes Mal haben wir ein Kescher-Thema. Jedes Mal. Ich sehe schon bei Profi-Anglern. Immer wieder zieht euch ein Kescher-Thema hoch. Bla 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 bla. Aber was soll man machen, Alter? Ganz ehrlich, wenn ich einen jungen Angler so keschern sehe, Frederik Julien, kriegt der eine Nackenstelle. Ich sag dir, wie ist es? Wenn einer von unseren jungen Anglern sich an dem See so verhalten würde und so mit halb geöffneten Kescher versuchen würde, Meterhecht zu landen, dann wäre mehr als ein Kasten Bier fällig im Verein. Ich sag dir, wie es ist. Aber eins war gut, ne? Aufgrund, dass Frederik den Hecht nicht sofort landen konnte, hat Frederik mal zum ersten Mal einen Fisch richtig ausgedrillt. Guck mal, dass er auch ins Wasser gegangen ist. Also wie gesagt, man kann ja den jetzt hochhängen, natürlich, aber wie gesagt, ich hab's gesagt im Stream, es ist halt immer noch schön, dass der wievielte YPC ist das? Der Alter. 7.8. Dass man immer noch Regeln irgendwie brauchen muss, weil irgendwie was passiert, was keiner vorher gesehen hat. Ja. Das ist echt verrückt, jedes Mal, ne? Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob da was kommt. Irgendwann muss ja mal was kommen. Ja, aber wie gesagt, sonst geiler Fisch. Was natürlich mal wieder nicht so geil war, auch das muss man jedes Mal sagen, war doch ein schönes Sub, ne, mit dem schönen 93er Hecht drauf. Ne? Wusste man genau, dass Frederik noch einen fängt. Ist doch geil. Ja, ich hab nur drauf. So in Minute 40 oder was das war. Wäre echt super, das noch zu wissen. Hat's wirklich spannend gemacht. Großartig. Danke, nein. Zeigt halt wenigstens den ersten Fisch, der gefangen wird, dann nach 5 Minuten nach, ja, das ist der Sub, ne, Fisch. Nein, wir machen Minute 40 oder so. Ey. Der wichtige Fisch ist los, zum Weiterkommen, Alter. Aber er wäre nicht mehr nötig gewesen, der Fisch. Das wäre ja auch schon mal. Das ist gut. Ganz wichtig, bevor wir die Kommentare gehen schon steil. Ja. Der Krisch hat das ausgerechnet, weil er hat sich einfach die Folge vorher angeguckt. Frederik ist mit 280 reingestartet, mit 280 Punkten. Und Christopher Jung hatte auf dem 4. Platz jetzt 273 Punkte. Das heißt, es wäre mit 8 Punkten sehr knapp geworden, aber Frederik wäre auch ohne den Fisch weitergekommen. Deswegen ist es am Ende des Tages eine schöne Rubrik für unseren Talk. Ändern tut's nichts, ist wurscht. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich eine neue Regel, die sagt, keine Ahnung, ein Fisch muss vorher gedrillt worden sein und damit Kescher gefangen zu werden. Punkt aus, Nikolaus. Ich sagte, es wird keine neue Regel geben. Ich glaube auch nicht. Aber wäre schön. Und dann kommt Veit Wilde wieder mit. Ich sag's dir. Und dann liegt der Kescher wieder 5 Kilometer weit weg. Die Folge lohnt sich, ja. Aber es lohnt sich jetzt nicht, uns zuzuhören. Die Folge war mega, eine der spannendsten Folgen überhaupt. Gut. Ja, war richtig gute Folge. Im Gegensatz zur Gruppe A, wo wir da gestanden sind, so, ja, was sollen wir jetzt erzählen, das ist eine schöne, ne, hat Punkterekord. Ja, und zwei andere sind auch irgendwie weitergekommen mit Rekordpunkten, aber ist scheißegal, weil Dustin ist dabei. Ey, aber als er den Hecht hochgehoben hat, ne, hast du den Typen im Hintergrund gesehen, der die fast in die Fresse bekommen hat, die Flosse, Alter? Nee. Ja, Frederik hat so einen Hecht in die Luft gehalten. Um ihn zu präsentieren. Und dann ging hinter ihnen so ein Passant vorbei und er hatte fast die Schwanzflosse ins Gesicht bekommen, Alter. Fand ich mega gut, Alter. Fand ich mega gut. Ey, aber was machst du denn, wenn du so einen Futterkorb fängst? Mitnehmen und wegwerfen. Hätte dir einfach noch einpacken können, oder? Warum, Alter? Er hat das gemacht, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Herbie, Alter. Hab ich einfach wieder weggeworfen? Hat sie zurückgeworfen? Dein Münchner Kollege, genau. Oh, shit. Ja, Grüße gehen raus. Ne? Der alte Catch and Cleaner. Ups. Übrigens habe ich mal nachgeguckt, mal kurz. Dirk Ostrowski hatte 217 Punkte als letzter Platz in Gruppe A. Das heißt, er wäre noch auf dem... Also er wäre nicht mehr kommen, aber Jelle,
Jelle hätte es fast auf den, Jelle hätte es auf den dritten Platz geschafft. Als? Also Jelle als Vorletzter wäre Dritter geworden in der Gruppe. In der Gruppe. Alter! Alter! Also, Dirk hatte 217, Jelle hatte 303, Johannes Höfner hat 380 und Landry als Dritter 432. Ja, aber Big L wäre trotzdem Zweiter geworden in der Gruppe. Der hätte Hendrik und Landry weggetragen. Ja. Also der hat auch ein gutes Ergebnis gehabt, aber muss dir halt mal vorstellen, Jelle wäre als Vorletzter noch weitergekommen in Gruppe. Ja, irre. Irre, Alter. Ohne Witz. Einfach krass. Das ist, hey, ist halt wild, ne? Ist halt wild. Aber wie gesagt, ist halt Angeltag. Das ist ja kein schlechter Angler. Wir wollen uns auch nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie hier eine B-Mannschaft gewesen ist, sondern das waren alles sehr, sehr gute Angler. Aber du siehst halt einfach, auch in Holland, auch als Profi, geht nicht nur manchmal der Kescher nicht richtig auf, sondern du fängst auch einfach keinen Fisch. Ja, Mann, Alter. Ja, Mann. Ja. Ist so. Ist halt so. Und das sollte uns allen mal zu denken geben, die immer von ihren Meterhechten träumen und dann schneidern sie trotzdem. Also, wenn Profi-Angler in einem holländischen Gewässer nur Mist fängt und nicht mal eine Fullcard in 2 Tagen vollkriegt von 6 Fischen, dann sagt es schon was. Weil die haben ja auch gar nichts gefangen. Die haben jetzt auch nicht irgendwie untermaßige Barsche gefangen oder untermaßige Zander, sondern die haben einfach gar nichts gefangen. Ja, totes Gewässer. Ja. Daher. Ja, schwierig. Das war bei Fonso und bei Herbert eigentlich nichts mehr ging. Ne? Das ist echt. Echt krass, ja, Mann. Die sind verflucht seit YPC-Boot. Die kriegen nichts mehr zustande. Die sind wirklich verflucht. Also, ne, bei Herbie war es 100. Also, bei Herbie, der hat uns den Lewis gemacht. Der hat einfach sein Mindgame nicht mehr im Griff gehabt. Also, bei ihm hat er einfach gemerkt, er war gebrochen. Nach dem verlorenen Fisch, ne? Ja. Ja. Weil der hatte den ersten Tag gut gefischt. Ja. Ich glaube, der hat ja alle 4 Hechte am ersten Tag gefangen. Oder 3, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall war der Tag 1 besser als Tag 2. Tag 2 hat er nichts mehr gefangen. Und du hast aber auch bei jedes Mal gemerkt, wenn er in der Kamera war, hat er rumgejammert. Und hat sich beschwert. Und das, und zwar nicht irgendwie über irgendjemand, sondern über sich selber die ganze Zeit. Ja, ich habe die Fische verloren und das ist nicht. Das geht nicht und das haben wir probiert und kein Plan geht hier auf. Der hat sich so richtig schön in Rage geredet und dann funktioniert halt gar nichts mehr. Das ist halt so. Oh. Und Markus, keine Ahnung, was mit denen los wäre. Ich habe nur das Gefühl gehabt, er hat so keinen Bock gehabt. Also, das hatte ich gar nicht, ey. Weiß ich nicht. Also irgendwie, das einzige Lustige fand ich dann sein Kumpel, der ihn diesen Köder, diesen verpackten Köder gegeben hat. Das war cool, Alter. Ja, ich glaube, der hat einfach. Aber ich weiß nicht, ob der sich aufgegeben hat am zweiten Tag so ein bisschen. Ich hatte jetzt nicht mehr das Gefühl, dass er so gebissen hat oder so. Weil er war ja früher mal so ein Terrier gefühlt. Das war diesmal überhaupt. Ich glaube auch, aber einfach, dass er, ich glaube, er war ein bisschen traurig, dass seine Taktik auch nicht aufging, ne? Dass er erst die kleinen Spots abfischen wollte und dann am Ende. War er dann ja doch noch am großen Strom, ne? Tja, ach, schade, ey. Schade. Und Christopher Jung bin ich ja persönlich sauer, dass er nicht dabei ist, weil den hätte ich gerne noch gesehen, aber der hat ja auch nichts zustande gekriegt, hat auch erklärt, warum, weil er in 2 Zonen einfach keine Ahnung hatte. Ich glaube, der wird einfach dieses Jahr nochmal viel, viel, glaube ich, da hingehen und ich glaube, nächstes Jahr sehen wir ihn dann im Viertelfinale. Ich hoffe, dass er nächstes Jahr wieder mitmacht, weil ich fand ihn mega sympathisch. Schade, ja, dass er geht. Wäre cool, auf jeden Fall. Hab übrigens seinen YouTube-Kanal abonniert, nachdem mir die 560.000 Leute in den Kommentaren geschrieben haben, ey, das ist sein YouTube-Kanal. Ja, hab ich mir die ersten 10 Videos da gesehen. War viel, viel Tackle-Talk dabei. Ich hätte gern mehr so Angel-Videos, so normal von ihm, so, weißt du, wie er so. Ja, vor allem, er hat ja auch gesagt, er hat irgendwie, ist, vielleicht kommen die Videos jetzt nach und nach, weil er hat jetzt angekündigt, ja, wenn ihr die Würfe und alles sehen wollt, schaut auf meinen YouTube-Kanal. Vielleicht fängt er auch jetzt erst damit an, vielleicht kommen jetzt nächste Woche die ersten Videos, weil er dann im YPC abwarten wollte, weil er vielleicht was zum YPC sagt oder ja, so. Der weiß Kanal ist ja nicht neu, Alter. Ja, vielleicht kommen jetzt neue Videos, weil er den schon so promotet in dem Video. Das kann sein. Vielleicht kommt er dann. Das kann sein, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, ich hoffe es. Ja, cool. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. No. Sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, echt, oder? Wir haben Frederik besprochen, ja. Aber viel. Hast du die andere Gruppe? Wer kommt als nächstes? Daniel, Marco, Junge! Ja, Mann, endlich kommt Daniel, endlich wird's witzig. Geil, Mann, Alter. Endlich dauern die Reaction-Streams hier 2 Stunden. Sehr gut. Daniel kommt! Die Frage ist, wie viele Prototypen reißt er ab? Und wie oft geht er mit Unterhose ins Wasser? Sind die großen Fragen. Ich freue mich eher, auf wie viele Anschläge macht er und sagt, oh, was für ein großer Fisch. Oh, big one. Oh. Ich freue mich schon. Daniel, ey, wir müssen fast, weißt du, was wir machen müssen? Also, wir müssen so Bullshit-Bingo bauen für Gruppe C. Was können die Leute sagen? Wer ist denn noch Mark Potowski hält einen Scanner
in Mark. Die Kamera muss denken. Mark ist noch Mark da. Ist auch dabei. Mark, okay. Mark, ja. Mark, Daniel, wer noch? Ich hab's noch vorgestellt. Warte, ich schau noch mal rein. So, Chat, Potowski. Das müsste Ton von haben, Harm. Ton von Harm. Ja, und der Wieneke ist dabei. Mhm. Und zwei neue. Zwei neue. Von denen habe ich noch nichts gehört. Ich habe es auch nur kurz mal gezeigt, bin gespannt. Aber allein Daniel und wegen Mark wird es schon lustig. Zwei neue. Der Wiedek hat auch immer einen lockeren Spruch drauf. Ich glaube, es wäre eine sehr lustige Gruppe. Okay. Ja, an Sonntag, ne? Genau, Freitag habe ich wieder Interview, ganz normal, und Sonntag dann Folge. Ja, perfekt. Perfekt. Das heißt, du hast endlich mal wieder Zeit, was anderes zu posten. Ey, Freitag kommt dann endlich mal ein Opening wieder. Ein Pack-Opening, Leute. Ha? Freitag Joker-Fishing. Ich freue mich schon, Alter. Und es wartet ja auch noch Paket von Lunatics und von Fox Rage. Wartet alles noch. Wartet alles noch. Ey. Nur nicht von Scotty, Leute. Ich bin echt sauer. Scotty? Schreibt mal alle Scotty auf Instagram an und sagt, was ist los? Warum haben die noch keine Grills? Einfach mal anschreiben. Will? Einfach mal Guerilla-Marketing für uns. Wir brauchen so einen Grill. Ich rede halt hier live im Büro. Übrigens, hast du gesehen, dass Zack schon die Eule-T-Shirts vorgestellt hat? Ich habe schon geschrieben, dass wir welche brauchen. Okay, gut. Auch mal für Gruppe D. Make it happen. Ja. Make it happen. Ja. Sehr gut, Alter. Sehr gut. Ja, sonst habe ich nichts auf dem Schirm. Wenn ihr in den Kommentaren irgendwas noch auf dem Schirm habt oder so, schreibt es unten einfach unten rein. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns. Ah, ich warte kurz aufstoßen. Ah, schön. Wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Und Montag, ne? Nächste Woche Montag, wenn alles gut klappt. Diesmal habe ich kein Placement. Ich hatte Zeit, Turkleton. Und ich würde sagen, wenn ihr im Wasser seid, ein dickes Petri. Und das Allerwichtigste ist, bleibt gesund. Und das letzte Wort hat mal wieder Turkleton. Zeit ist Fisch.